Hallo. So, wie ich es euch schon angedroht habe, werden wir einen neuen Charakter erstellen. Und zwar auf Hordenseite einen Druiden. Und da nehmen wir Tauren, weil Trolle, ich weiß nicht. Was haben wir hier? Kann stampfen und Gegner in der Nähe betäuben. Erhöhte Ausdauer, Fertigkeit und Geschwindigkeit in der Kräuterkunde erhöht. Widerstandsfähig gegen Naturschaden. Erhöhter Effekt von kritischen Treffern. Bei den Trollen Berserker für Angriffs- und Zaubertempo. Regeneration. Erhöhte Erfahrung durch das Töten von Wildtieren. Wenn wir schnell leveln wollten. Ne, wir machen Taure. Wir machen Taure. So, anpassen. Die Hautfarbe sollte schon etwas dunkler sein. Oder wollen wir einen braunen Tauren? Einen braunen Tauren. Der gefällt mir. Das Gesicht. Na, der erste. Hornart. Ich glaube, die passen uns gut. Die Hornfarbe. Nein, es muss das Schwarze sein. Und ein Bart. So. Na, machen wir das so. So, wie nennen wir denn unseren Druiden? Inarius. Geht nicht. Ich weiß nicht. Moment, wir machen das mal hier so. Inarius. So. Sehr schön. Ja. Kann ja auch gar nicht funktionieren, weil ich habe auf dem Server hier schon einen. So, dann wollen wir mal anfangen. Ich werde mich gleich wieder ausblenden. Und dann. Ja, das ist nur, dass ihr nicht unbedingt wisst, auf welchem Server ich bin, weil das müsste eigentlich hier stehen. Also hier. Deswegen habe ich mal das Bild eingefügt. Gut, dann geht's jetzt los. Ist ihre Loyalität gegenüber der Horde wanken? Ein Streit zwischen dem neuen Kriegshäuptling Garrosh Höllschrei und dem vielgeschätzten Taurenhäuptling Kern Bluthoof führte zu einem Duell, das mit Kerns Tod endete. Dieser Verlust ließ die üble Matriarchin Margatha Grimmtotem angreifen, in dem Versuch, die Kontrolle über Donnerfels zu erlangen. Allerdings konnte Kerns tapferer Sohn Bane Bluthoof den Angriff erfolgreich abwehren und verbannte die überlebenden Grimmtotem in die letzten Winkel des Landes. Unter Banes vielversprechender Führung wollen die Tauren die Wunden heilen und die Balance zwischen den verschiedenen Fraktionen der Horde wiederherstellen. Mit diesem Ziel führt eine neue Generation von Tauren, die Sonnenläufer, ihr Volk einem Neubeginn entgegen, einem Hoffnungsschimmer am Horizont. Als stolzes Stammesmitglied aus Malgor müsst ihr die Ehre eures Volkes behaupten und das Land eurer Vorfahren beschützen. Gut, also wir werden später als Katze spielen. Am Anfang können wir, glaube ich, nur möge die ewige Sonne die, euch, wie heißt das, hier Gleichgewicht ist das, glaube ich. So, wir machen erstmal schnell plündern an. Wir machen Aktionsleisten. So, und das war es auch schon. Zurück zum Spiel. Als nächstes holen wir uns unseren Chauffeur.
Den hauen wir hier hin. Und unser Ruhestein kommt hier hin. So. Also wir werden hier nicht großartig auf die Quests eingehen. Also klar, wir gucken, was wir machen müssen. Hier im Stadtgebiet brauchen wir das eigentlich nicht, weil wir hier ja schon waren, wie ich die ganzen Stadtgebiete vorgestellt hatte. Deswegen hier werden wir so schnell wie möglich mal durchrennen. Und ich zieh gleich noch Sammlungen, Erbstücke an. So, einmal Kopf. Einmal Schulter, Rücken, Brust, Hose. Streitkolben einhändig. Ich will aber was. Hä? Habe ich nicht was Zweihändiges? Ja, der Stab. Ja, müssen wir dann gleich mal gucken. Erstmal hier. Gesundheit. Mana-Wiederherstellung, Heilung. Da nehmen wir vielseitig kritische Trefferwertung. Und haben wir... Hä? Ich habe doch irgendwo auch mit Beweglichkeit. Gut, momentan kann ich es nicht benutzen, deswegen nehmen wir erstmal das hier. So, also Kopf, Schulter, Rücken, Brust, Hose, Schmuckstück, Hals und das hier. Gut, damit werden wir auf jeden Fall schneller hier durchkommen. Weil wir ja auch mehr Schaden machen. Seht ihr, wie sich hier unten die Anzeige schön füllt? Können wir auch noch einen killen. Dann sind wir, glaube ich, Level up. Jo, sehr schön. So. Quest abgeben. Wie kann ich euch helfen? Wir nehmen immer das Teurere. Öffnet 4 Stacheleberkäfige. Dafür müssen wir ja hier rüber. So, wo haben wir die ersten? Hier drüben. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, direkt wieder zurück. So, nochmal zu dem Grund, warum wir hier jetzt einen Hortler bei 1 anfangen. Moment. Sucht Adana Donnerhorn im Südwesten auf. Da müssen wir hier runter. Und zwar momentan der Content bei Battle of Azeroth ist momentan ausgereizt. Wir können nichts mehr Neues machen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, wir spielen Hortler hoch. Da sehen wir dann auch mal, wie es bei Battle for Azeroth später auf Hordenseite aussieht. Ritus des Muts holt 7 gestohlene Gewehre zurück und haltet den Dornenrufer auf, tötet 7 Dornenrufer. Dazu müssen wir hier rüber. Ja, und deswegen habe ich gedacht, komm, bei Battle for Azeroth sind ja 2 komplett getrennte Gebiete. Deswegen machen wir da am besten, dass wir Dornenrufer, wo sind denn Dornenrufer?
Da drüben. Machen wir am besten... Hallo, ich habe den angevisiert. Dass wir einen Hortler hochspielen und dann sehen wir auch, was bei Battle for Azeroth passiert, was bei Legion auf Hordenseite so passiert. Kann man mal machen. Und ich glaube, das nächste Addon wird eh erst irgendwann ich schätze mal so März, April 2020 rauskommen. Wir haben auch einen neuen Zauber jetzt gelernt. Mondfeuer. Heißt, wir brauchen jetzt nur noch zweimal Sonnenfeuer machen und dann können wir direkt einmal Mondfeuer draufhauen, wenn er noch lebt. Weil Mondfeuer hat keine Castzeit. So. Drei noch. Ja, die nehmen wir hier. So, das war's schon. Beide Quests fertig. Ja, die erste Folge hier wird etwas länger gehen, weil ich will die eine Folge jetzt hier machen, dass wir aus dem Stadtgebiet rauskommen. So groß ist das Stadtgebiet ja nicht. Was führt euch hierher? So. Weiter, weiter, abgeben. Und schon wieder Level up. Die Kampfeber. Tötet 10 gepanzerte Kampfeber. Futter des Bösen. Benutzt Adanas Fackel, um 3 Tröge im Kriegseberpferch in Flammen zu setzen. So, da müssen wir jetzt hier rüber. So, guten Tag, Herr Eber. Kampfsau. So, 8. Die rennen weg, die greifen uns nicht an. Okay. So. Heißt, wir brauchen jetzt noch 2 Ebene. Nee, wir sind fertig. Ich brauche ein Ziel. Warum sind wir denn fertig? Komisch. So, mit den Klamotten, mit den Erbstückklamotten müssen wir es eigentlich recht flott packen, hochzukommen. Ich glaube, wir hatten für unseren Priester irgendwas um die 150 Folgen gebraucht. Ich weiß es nicht genau. Tötet Häuptling Quieker Dornmantel. Wir sehen uns wieder. Also ich weiß nicht, wie lange wir für unseren Priester gebraucht hatten, aber irgendwas um die 100, 150 Folgen, glaube ich. So lange werden wir für den hier nicht brauchen. Also ich rede jetzt bis Level 100. So, Dornenwächter. Ich muss zuerst etwas anvisieren. So, das war das. Und jetzt müssen wir zu Camp Narache.
Kamp Narache, Narache oder Narache, je nachdem, keine Ahnung, zurück. Und das müsste es eigentlich hier gewesen sein. Ah, ich habe euch erwartet. Gürtel haben wir keinen. Benutzt die Bestattungsgabe an Großmutter Falkenwinds Bestattungsstelle. Seid vorsichtig. So, haben wir gemacht. Wow. Beenden. Sprech mit dir am Windsegler oben auf der Horizontmesa. Geht in Frieden. Bin gerade am überlegen, wo mussten wir denn noch hin? Da waren wir, da waren wir. Da waren wir, hier hoch jetzt noch. Ich glaube, das ist dann die letzte Quest hier. Ach, was ein Ausblick. Geil, oder? Hier. Das hat schon was. Was führt so, euch beenden. Hierher? Trinkt das Wasser der Vision. Geht mit der Erdmutter. Ach so. Wasser. Ach, jetzt müssen wir diesen komischen Rundflug machen. Der Blick, Ausblick ist auch richtig. Das Spiel ist einfach Bombe. Es meckern zwar viele über den Comic-Stil und alles Mögliche, aber das Spiel hat einfach was. Dorf der Bluthufe. Hä? Ach, das war's schon. Oh, dann. Gut, wir sind schon im Startgebiet fertig. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt noch hier hinreiten. Aber ja, ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, dass wir hier waren. Gut, dann war es das mit Kamp Narache, keine Ahnung. Und morgen machen wir dann hier im Dorf der Bluthufe weiter. Dann hoffentlich bis morgen. Tschüss.